Herzlich willkommen bei Technik Kontrovers. Wir freuen uns sehr, Sie heute bei unserem Themenabend E-Auto oder E-Fuel, was treibt uns in Zukunft an, begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Manuel Andres und ich werde Sie zusammen mit meinem Kollegen Lukas Lazar heute durch den Abend führen. Wir präsentieren im Rahmen von Technik Kontrovers aktuelle Technikthemen, die in der Gesellschaft heiß diskutiert werden und wollen hier die wissenschaftlichen Aspekte in diesem Zusammenhang aufzeigen. Darüber hinaus wollen wir natürlich auch den direkten Austausch mit Ihnen ermöglichen. Der Ablauf hierfür ist so ausgelegt, dass es erst einige Impulsvorträge zum Thema mit daran anschließenden kurzen Pausen für Verständnisfragen geben wird und abschließend dann die offene Diskussion mit Ihnen eingeleitet wird. Die Vorträge selbst werden hierbei aufgenommen. Die Diskussion am Ende des Vortrags wird nicht aufgezeichnet. Und damit kommen wir auch direkt zum heutigen Thema. Also es geht ja vor allem um die E-Fuels oder Power-to-X-Kraftstoffe. Diese können mit erneuerbarer Energie erzeugt werden und grundsätzlich wie fossile Kraftstoffe weiter verwendet werden. Und das ist eben schon einer der Knackpunkte. Wenn damit aktuelle Verbrennertechnologien weiterhin angetrieben werden, steht oft die Frage im Raum, ob dadurch nur der Verbrennungsmotor gerettet werden soll und es eventuell den Übergang zu neueren, saubereren Technologien blockiert oder ob es eben heutige Technologien schon bald umweltfreundlicher macht. Wir werden uns heute vor allem mit den soziotechnischen Herausforderungen der Verkehrswende, dem ökobilanziellen Vergleich zwischen E-Auto und Verbrenner, aktuellen Entwicklungen bei Batterietechnologien und um synthetische Kraftstoffe, also E-Fuels im Bereich der Luftfahrt, in den kommenden Impulsvorträgen auseinandersetzen. Aber zuerst möchten wir Ihnen noch als Einstieg einige Zitate aus der Politik, aus der Industrie und von Umweltverbänden zum Thema aufzeigen. Das gibt schon einen schönen ersten Eindruck, wie die Meinungen hier zum Thema auseinandergehen können. Ja, dann nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Lukas Lazar und ich werde Sie zusammen mit Herrn Andres durch den Abend führen. Beginnen wir mit zwei Statements, welche vom BUND stammen und die lauten, ich zitiere, dass synthetische Kraftstoffe nur in begrenzten Mengen und nach strengen Nachhaltigkeitskriterien produziert werden könnten. Herstellung und Nutzung dieser E-Fuels seien mit hohen Umwandlungsverlusten verbunden. Ihr Einsatz komme somit nur in Bereichen in Betracht, in denen eine direkte Elektrifizierung nicht möglich sei, wie im Flug- und Seeverkehr. Diese Kraftstoffe sind zu kostbar, um sie im normalen PKW-Motor zu verbrennen. Spezifisch zum Verbrennungs- und Elektromotor haben wir auch noch Aussagen der Automobilindustrie gesammelt. Ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel „Drei Autohersteller, drei Strategien“ schreibt, der Verbrenner werde noch viele Jahre im Markt bleiben, sagen Sie, man werde das Geschäft auch nicht abschneiden. Das ist eine Cashmaschine. Der Verband der deutschen Automobilindustrie schreibt, neben der Elektromobilität sind hocheffiziente Verbrennungsmotoren, die mit synthetischen Kraftstoffen, den sogenannten E-Fuels, betrieben werden, ein vielversprechender Weg. Und der Automobilhersteller, der japanische Automobilhersteller Toyota, sagt spezifisch zum Diesel. Und deshalb haben wir 2018 als erste Mainstream-Marke den Verkauf von Diesel-Pkw eingestellt. In der Tat glauben wir, dass der Diesel tot ist und es kein Zurück mehr gibt. Bezogen auf das batterieelektrische Auto sagt VW-Chef dies: Wir setzen alles auf das batterieelektrische Auto. Es würde die Branche überfordern, weitere Varianten bei alternativen Antrieben wie das Wasserstoffauto oder gasbetriebene Modelle zu verfolgen. Nach unseren internen Berechnungen könnten im Jahr 2029 in Deutschland 950.000 Batterieautos und 240.000 Hybride neu zugelassen werden. Der Marktanteil von Elektroautos bei den Neuzulassungen läge damit bei 37,9%. Damit kommen wir zur Politik. Erstmal Friedrich Merz von der CDU. Wenn wir Verbrennungsmotoren ganz verbieten und wenn dann in 5 Jahren saubere synthetische Kraftstoffe auf den Markt kommen, sind wir nicht mehr dabei. Wir brauchen Technologieoffenheit. Ähnlich sehen wir hier von Thomas Kreuzer aus der CSU. Besonders wichtig ist hierbei die Technologieoffenheit. Wir wollen, dass synthetische Kraftstoffe bei der CO2-Flottenregulierung der EU gleichwertig zur Elektromobilität berücksichtigt werden. Wir sollten auch prüfen, wie wir die Markteinführung durch steuerliche Anreize unterstützen können.
Dahingehend sind wir von der Linken, von Lorenz Döster-Beutin. Wir verschwenden Energie, wenn wir erneuerbare Energien für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe einsetzen, wobei 90% der eingesetzten Energie verloren geht. Nicht zuletzt mit Blick auf die hohen Herstellungskosten von synthetischen Kraftstoffen sind diese für den Pkw-Bereich der falsche Weg. Und zu guter Letzt kommen wir noch zur Luftfahrtindustrie, hier vor allem die deutsche Lufthansa. Synthetischer Kraftstoff ist die einzige Vision, die ich im Moment sehe, um in der denkbaren Zukunft wirklich CO2-neutral zu werden, von Carsten Spohr. Ja, das war es dann auch schon mit den Zitaten. Sie können sehen, die Meinungen gehen sehr auseinander und damit wollen wir auch beginnen mit den Vorträgen. Ja, wir starten den Vortragsteil heute mit einer Einführung zur Verkehrswende und den soziotechnischen Herausforderungen, die uns Dr. Dirk Scheer geben wird. Dirk, du kannst jetzt auch gerne deine Folien, ach, die sind schon geteilt, perfekt. Dirk Scheer hat Politikwissenschaft und Romanistik studiert und ist nun seit 20 Jahren Senior Researcher, unter anderem am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin-Heidelberg und dem Zentrum interdisziplinärer Risiko- und Innovationsforschung in Stuttgart, sowie zuletzt am KIT ITAS und mit den Schwerpunktthemen sozialwissenschaftliche Energieforschung, Technologieakzeptanz, Partizipations- und Risikoforschung und Zukunftswissen. Er ist der Hauptautor des Buches Subsurface Environmental Modeling Between Science and Policy. Und aus diesem breiten Kontext der Erfahrung und der wissenschaftlichen Arbeit freuen wir uns natürlich sehr, dass er uns mit seinem Vortrag in das Thema Mobilität und in die Verkehrswende einführen wird. Und ich übergebe damit das Wort an Dirk. Ja, vielen Dank, Lukas, für die Einführung. Ich möchte Sie auch von meiner Seite herzlich begrüßen. Wir sind sehr froh, dass wir so einen großen Teilnehmerkreis haben. Ich lese hier oben 117, das ist wirklich schon mal sehr, sehr toll. Und der Einführungsvortrag von meiner Seite versucht, die Thematik der heutigen Veranstaltung, also E-Auto oder E-Fuels, in einen etwas größeren Kontext der Verkehrswende zu setzen, nämlich technische Innovationen im Dickicht soziotechnischer Herausforderungen. Zunächst einmal möchte ich das Energieproblem ansprechen. Ohne Energieproblem keine Energiewende. So lässt es sich auf einen recht einfachen Nenner bringen. Und innerhalb der Energiewende ist bislang der Verkehr das große Sorgenkind. Werde darauf zu sprechen kommen. Werde versuchen, Verkehrs-, Lösungs- und Handlungsvielfälte ein Stück weit darzulegen. Und dann im Ausblick insbesondere auf die heutige Struktur, inhaltliche Struktur der Veranstaltung zur Sprache kommen. Warum haben wir die Energiewende überhaupt? Es lässt sich im Prinzip auf zwei Faktoren zurückführen. Sie sehen auf der linken Seite bei den beiden etwas älteren, allerdings immer noch sozusagen wahren Schaubildern, dass wir auf der globalen Ebene immer noch einen steigenden Energieverbrauch haben und auch prognostizieren in die Zukunft. Das mag etwa im Strombereich für Deutschland, teilweise für Europa nicht mehr der Fall sein, aber auf der globalen Ebene ist mit steigendem Energieverbrauch zu rechnen. Und auf der rechten Seite sehen Sie ein Schaubild, das Ihnen teilweise auch vertraut sein wird. Hier sehen Sie die CO2-Konzentration oder Äquivalenzkonzentration in der Atmosphäre. Wir stehen heute, ich glaube, ich hatte extra nochmal nachgeschaut, wir haben im Jahr 2019 die 413 sogenannten ppm überschritten und sind damit fast 50% über Vorindustrialisierungsniveau. Das heißt, das ist sozusagen ein Kausalfaktor für den Klimawandel. Ihnen wird vertraut sein, dass wir im Klimaschutz für ein Schutzniveau von 2 Grad oder sogar 1,5 Grad sprechen oder dieses auch anpeilen. Die Naturwissenschaften sehen 2 Grad bei ca. 450 verortet. Das heißt, wir sind hier nicht mehr weit davon entfernt. Daraus ergeben sich zwei Herausforderungen. Was wir schlichtweg brauchen, ist eine Effizienzrevolution. Also wir brauchen die Entkopplung von Energieverbrauch vom Wachstum. Wir wollen auf Wachstum nicht verzichten, brauchen dafür Energie, müssen das effizienter sozusagen als energetische Einheit herstellen.
brauchen auf der zweiten Seite aber auch eine erneuerbare Revolution. Das heißt, eine Entkopplung der Energieproduktion von CO2-Emissionen, eine Defossilisierung oder auch Dekarbonisierung. Wenn wir uns jetzt die gesamte Herausforderung der Energiewende oder auch der Transformation des Energiesystems anschauen, so gucken wir zunächst in die Vergangenheit, teilweise noch in die Gegenwart. Was wir hier sehen, sind drei Energiesektoren, die vordergründig voneinander getrennt sind. Wir haben den Strombereich, den Wärmebereich und auch den Verkehrsbereich mit ihnen jeweils eine Art zugeordneten Energieträger. Wir haben im Strom Kohle, Gas, Öl, Atom haben wir noch ein Stück weit in Deutschland, erneuerbare Energien, haben Gas als ersten Energieträger im Wärmebereich und Öl oder fossile Kraftstoffe im Verkehr. Das, was wir in der Zukunft brauchen, ist sozusagen defossilisierter, dekarbonisierter Energie für alle Sektoren. Das heißt, hier sprechen wir ein Stück weit von einer Verheiratung der Sektoren oder von einer Sektorkopplung. Wir brauchen also Energieträger, die CO2-neutral, CO2-frei sind. Hier eine erneuerbare Energie, Energien sicherlich mit Wind und Photovoltaik. In manchen Ländern sicherlich auch Atom. Schauen Sie sozusagen über die Westgrenze nach Frankreich. Biomasse oder auch Kohle und Gas unter der Voraussetzung, dass CO2 hier sozusagen unterirdisch eingelagert ist über die sogenannte CO2-Sequestrierung. Wir haben allerdings einen weiteren Umstand bei der Energiesystemtransformation. Mit den vornehmlich fluktuierenden erneuerbaren Wind und Strom haben wir einen Paradigmenwechsel. Während im alten System Erzeugung folgt Verbrauch die Devise war, ist es nun genau umgekehrt. Der Verbrauch muss den fluktuierenden folgen, den fluktuierenden erzeugenden Erneuerbaren. Die Bundesregierung hat sich der Energiewende verschrieben, das schon seit längerer Zeit. Ich habe hier mal die Ziele der Bundesregierung aufgeführt, wie sie im sogenannten Energiewende-Konzept von 2010 festgelegt sind, beziehungsweise einige Jahre später mit sogenannten Zwischenzielen auch noch aufgeführt worden sind. Hier wurde für das Jahr 2050 sozusagen die Zielerreichung prognostiziert. Hier soll die Energiewende in allen Sektoren geschafft sein. Und das heißt mit den quantitativen Zielen, etwa beispielsweise Treibhausgasemissionen mit einer Reduktion minus 80 oder bis minus 95 im Jahr 2050, Anteil am Bruttoendenergieverbrauch der Erneuerbaren 60%, Anteil am Bruttostromverbrauch 80%. Sie sehen, das ist ein radikaler Umbau. Wir stellen sozusagen das Energiesystem oder haben uns vorgenommen, das Energiesystem vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wenn wir jetzt den Verkehr uns noch einmal vornehmen und hier die Sektorziele, sogenannten Sektorziele uns vor Augen halten, dann sehen Sie ein Stück weit schon, warum wir von einem Sorgenkind sprechen müssen. Wir haben in Millionen Tonnen CO2-Emissionen im Verkehr im Jahr 1990, das ist der blaue Balken, 163 Millionen Tonnen Ausstoß und verharren auf gleichem Niveau. Der grüne Balken 2014 haben wir 160, das heißt, wir haben uns innerhalb dieser Jahre oder Jahrzehnte, das sind schon 24, knapp 25 Jahre, keinen Schritt bewegt. Die Sektorziele für 2030, die hier veranschlagt sind, liegen bei 98 Rest. Das heißt, wir brauchen eine Reduktion in den verbleibenden 9 Jahren um 65 Millionen Tonnen CO2 in einem Bereich, der sich bislang im Prinzip kaum bewegt hat. Wir haben unlängst sogar eine Verschärfung seitens der Politik dafür bekommen, mit der ersten Novellierung des Klimaschutzgesetzes, gültig seit 25. Juni 2021. Hier hat man sozusagen das Zieljahr nochmal reduziert. Man ist auf 2045 gegangen mit dem Ziel einer Klimaneutralität, hat um 5 Jahre verkürzt und hat auch die Treibhausgasemissionen beispielsweise nochmal verschärft mit dem Zwischenziel 65 statt 55 im Jahr 2030. Gut, und das sind sozusagen hier auch nochmal die Zahlen nach der verschärften Beschlussfassung des Parlaments bzw. Kabinetts in Berlin. Minus 78 Millionen Tonnen CO2 für den Verkehr.
Gut, warum Sorgenkindverkehr? Hier möchte ich mit einer Ausgangsthese ein Stück weit versuchen, das zu erläutern, warum wir es mit dem Sorgenkind zu tun haben. Meine These ist, dass wir es mit unterschiedlichen Komplexitätsniveaus in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität zu tun haben. Je weniger komplex, desto einfacher transformierbar und sozusagen umgekehrt. Strom ist moderat komplex. Wir haben hier eigentlich nur die Herausforderung, dass wir die Stromgestehung CO2-neutral oder CO2-arm umstellen müssen. Der Strom, der sonst aus der Steckdose kommt und auch bei den Endgeräten, ist im Prinzip der gleiche. Wir brauchen keine Substitution von Endgeräten beispielsweise, sondern müssen nur die Stromproduktion, die Stromgestehung auf Erneuerbare umstellen. Im Wärmebereich ist es dann weitaus komplexer schon. Wir müssen hier Technikketten umstellen. Es reicht also nicht sozusagen den Energieträger nur CO2-frei oder neutral zu machen. Wenn Sie sozusagen den Ölbrenner im Keller lassen, hier müssen Sie sozusagen das Endnutzungsgerät auch substituieren. Sie brauchen neue Technikketten. Und der Verkehr ist schließlich am komplexesten. Ich habe hier mal von Markus Hesse ein Zitat rausgenommen. Zitat: Verkehr näht zusammen, was in zunehmend spezialisierten und fragmentierten gesellschaftlichen Teilsystemen raumzeitlich auseinanderfällt. Ein sehr dichtes Zitat, das ich versuchen werde, auf den folgenden Folien ein Stück weit nochmal auch auseinanderzunehmen. Nun, Verkehrsvielfalt. Wir haben schlichtweg mit einer Vielzahl von Verkehrsträgern allein schon zu tun. Wenn Sie sich den Personenverkehr anschauen, wir reden von PKWs, Schienennahverkehr, Straßen, Stadt, U-Bahn, Nahlinienbus, Kraftrad, Moped, Pedelec, Fahrrad und so weiter. Also eine ganze Reihe von einzelnen Personenverkehrsträgern für einzelne Personenverkehrsarten. Dann haben wir noch den Güterverkehr, Lieferwagen in den verschiedenen Gewichtsklassen, im LKW beispielsweise, Lastsattelzüge. Kommt der Flug hinzu, Schienengüterverkehr oder auch die Frachtschifffahrt und auch nicht zu vergessen der Spezialverkehr, wenn wir hier also von Landmaschinen im Bereich der Landwirtschaft etwa sprechen, Traktor, Erntemaschinen, Baumaschinen im Hochtief- und Gebäudebau beispielsweise. Also hier eine große Verkehrsvielfalt mit einer großen Vielzahl an Verkehrsträgern. Wir haben es allerdings auch aufgrund dieser Komplexität mit einer Lösungsvielfalt zu tun, nämlich unterschiedlichen Strategien einer möglichst gelingenden Verkehrswende. Hier gibt es die sogenannten 3V-Strategien, das Vermeiden. Hier ist sozusagen die Devise, der umweltfreundlichste Verkehr ist der, den es nicht gibt. Wir haben zum Zweiten die Verlagernsstrategie, sozusagen der Umstieg auf Umweltverbund oder auf CO2-besser gestellte Verkehrsträger wie Bus, Bahn, Fahrrad oder auch die Beine. Und wir haben zum Dritten das Verbessern. Sie sehen hier die 3Vs: Vermeiden, Verlagern, Verbessern. Alternative Antriebe und Kraftstoffe, das heißt hier den Umstieg auf CO2-arm oder freie Energieträger. Und wir haben zum Dritten eine große Handlungsvielfalt bei der Verkehrswende. Ich hatte verschiedene sozusagen Wirkmechanismen schon angesprochen. Techniksubstitution, wir müssen Technik substituieren, sozusagen die fossilhaltige gegenüber die defossilisierte Technik. Wir haben es mit ökonomischer Optimierung zu tun. Es gibt preissensitive Bereiche, wo sozusagen nach Cent entschieden wird. Auf der anderen Seite haben wir sozusagen auch Skaleneffekte bei der Technikentwicklung, etwa Batteriekosten, die sozusagen über Zeit billiger werden. Wir hatten 600 Euro vor 10 Jahren beispielsweise pro Kilowattstunde, liegen jetzt bei ungefähr 100. Wir haben ein großes Spektrum an politischer Interventionsmöglichkeit. Hier können Sie denken an Subventionen für E-Autokauf, an City-Maut, an Parkraummanagement, an Straßenbau, also eine ganze Reihe sozusagen verkehrswendeorientierter politischer Interventionen, die möglich sind. Wir haben es mit kollektiven Entscheidungen zu tun, wie Institutionen beispielsweise sich positionieren gegenüber der Energiewende oder auch der Verkehrswende beispielsweise. Organisierte Interessen, IG Metall, VDA, Umweltverbände. Und wir haben es natürlich mit einer großen Bandbreite individueller Entscheidungen zu tun.
etwa, wie mache ich meinen Weg, den ich zu tun habe? Ist es ein Geschäftsweg? Ist es ein Freizeitweg? Ist es kurz, lang? Welche Verkehrsträger wähle ich dafür? Welche schaffe ich mir an? Teile ich statt besitzen? Also hier gibt es auch eine ganze Reihe sozusagen individueller Entscheidungen, die letztendlich über das Gelingen der Verkehrswende mitentscheidend sind. Gut, lassen Sie mich zum Schluss noch den Gesamtblick auf mögliche Handlungsfelder lenken, wie es die Nationale Plattform Zukunft Mobilität verortet hat. Das ist ein Beratungsgremium der Bundesregierung mit eigentlich einer Pluralität vieler Interessen. Da sind Umweltverbände drin, da sind Wirtschaftsverbände drin und so weiter. Und die haben versucht auszuloten, wie die Energiewende mit dem Sektorziel 2030 zu machen sei. Und haben die folgenden 6 Handlungsfelder austariert. Das sind Antriebswechsel im Bereich Pkw und Lkw, Effizienzsteigerung im Bereich Pkw und Lkw, der Bereich regenerative Kraftstoffe, dann der Bereich Stärkung Schienenpersonenverkehr, Bus, Rad und Fußverkehr, der Bereich 5 Stärkung Schienengüterverkehr und Binnenschifffahrt sowie letztlich der Bereich der Digitalisierung. So, mit diesem kleinen Parfumswit über den Kontext der Verkehrswende, sogar noch eingebettet in die Energiewende, wollte ich ein Stück mein E-Auto und E-Fuel positionieren, weil damit sind wir eigentlich nur in Handlungsfeld 1 und 3 unterwegs, sowie der vergleichenden Ökobilanz von Antrieben. Diese 3 Impulsvorträge sind jene, die jetzt in der Veranstaltung folgen. Das heißt, wir gucken hier etwas tiefer in diese einzelnen sozusagen Substitutionsbereiche einer Verkehrswende. Und damit möchte ich einen Ausblick geben auf Jens Buchgeister. Er wird zur Umweltbilanzierung sprechen, nämlich eine vergleichende Ökobilanz von verschiedenen Antrieben. Danach wird es einen Blick in Richtung Batterien von morgen von Merve Erakscha geben. Hier steht also der Antriebswechsel im Fokus. Und der letzte Impuls von Jana Späte wird über regenerative Kraftstoffe gehen, nämlich grünes Kerosin für den Flieger. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen und stehe gerne für Verständnisfragen oder auch Kommentare, auch in diesem Rahmen natürlich zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dirk, für die Einführung in das vielschichtige Thema. Wir würden nun die Möglichkeit geben, Verständnisfragen zu klären. Also falls Sie eine direkt den Vortrag betreffende Frage hätten, schreiben Sie die bitte in den Chat und wir würden diese dann vorlesen, sodass Herr Scheer diese beantworten kann. Matthias fragt, bedeuten E-Autos, dass hier eine Verlagerung in den Stromsektor erfolgt? Das ist eine sehr gute Frage. Genau das ist im Prinzip die derzeitige Strategie der Sektorkopplungsenergiewende, nämlich sogenannte Elektrifizierung der anderen Sektoren. Das kann entweder direkt sein und dann haben wir es in der Tat mit dem E-Auto zu tun. Oder wir haben es mit einer indirekten Elektrifizierung zu tun. Dann sprechen wir über beispielsweise strombasierte oder synthetische Kraftstoffe. Beides also Themen, die wir jetzt auch heute behandeln. Aber es ist ein richtiger Hinweis. Die derzeitige Lösung sozusagen für die Energiewende ist, dass wir CO2-neutralen, erneuerbaren Strom perspektivisch, den haben wir noch nicht ganz, wir sind bei 50% am Kratzen im Moment, dass wir perspektivisch 100% erneuerbaren Strom auch für die anderen Sektoren nehmen. Vielen Dank. Ja, ich sehe auch noch einige Kommentare, die in Richtung der Frage der Dekarbonisierung im Vergleich zur Defossilisierung gehen. Das würde ich dann in die Diskussion schieben, weil es nicht um direkte Fragen zum Vortrag geht. Und in dem Sinne würde ich dann sagen, wir fahren fort. Vielen Dank nochmal. Ja, ich danke sehr. Ja gut, dann kommen wir schon zum zweiten Referenten und zum zweiten Vortrag. Dann möchte ich Ihnen kurz Jens Buchgeister vorstellen. Als nächstes wird Jens Buchgeister uns aufzeigen, wie die Ökobilanzen von E-Autos und Verbrennern im Vergleich ausfallen und durch welche Parameter sie hauptsächlich beeinflusst werden. Jens Buchgeister ist schon seit 2001 Mitarbeiter am KIT oder damals noch Forschungszentrum Karlsruhe, war hier zuerst am Institut für Technische Chemie beschäftigt und ist dann 2008 ans ITAS gekommen und war zwischendurch noch Gastwissenschaftler
am DLR. Zuvor hat er eine Ausbildung in Nachrichtentechnik und Chemietechnik, also eine ingenieurstechnische Ausbildung, durchlaufen. Seine Schwerpunktthemen in der Forschungsgruppe RESET, Forschung für nachhaltige Energietechnologien, sind die Ökobilanz, die Stoffstromanalyse von Energietechnologien und die Nachhaltigkeitsbewertung von Energiesystemen. Wir freuen uns darauf, dass Jens Buchgeister uns jetzt einen Vergleich gibt und wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Vortrag. Lieber Manuel, ich danke dir ganz herzlich für die netten einführenden Worte. Ich begrüße Sie im Auditorium auch ganz herzlich zum heutigen Abend und freue mich, dass so viele Zuhörer den Weg zu unserer Veranstaltung gefunden haben. Ich werde Sie in den nächsten 15 Minuten durch den ökobilanziellen Vergleich von PKW mit verschiedenen Antrieben führen. Da ich etwas unsicher war, ob Sie zu der Methodik der Ökobilanz schon mitbekommen haben, habe ich an der Stelle nochmal eine einführende Folie dazu vorbereitet. Bei der Ökobilanz geht es darum, eben alle Auswirkungen auf die Umwelt von Produkten, Dienstleistungen oder auch verfahrenstechnischen Prozessen zu ermitteln. Dies ist eine Lebenswegbetrachtung, welche von der systemanalytischen Art eine Vollständigkeit integriert und eben halt ein unternehmensübergreifender Ansatz ist. Wie Sie sehen, ist die Umwelt hier Quelle und Senke zugleich, wo ich aus der Umwelt die Rohstoffe entnehme, um sie zu Vorprodukten weiter zu verarbeiten, um dann mein Produkt herzustellen. Dann nutze ich das Produkt. Im Anschluss wird es einer Entsorgung zugeführt und Teile von denen recycelt oder eben halt beseitigt und dann wieder der Umwelt zugeführt. Was mit der Ökobilanz verbunden ist, ist insbesondere die Identifikation von übergreifenden Aspekten. Man möchte Zielkonflikte aufdecken, nämlich dass Vorteile an der einen Stelle, eventuell Nachteile an einer anderen Stelle erkauft werden. Also zum Beispiel Leichtbauwerkstoffe sind häufig mit einem hohen Energieaufwand verbunden. Und der zweite Punkt ist, man möchte halt mit der Ökobilanz die relevanten Faktoren des Ergebnisses darstellen, was sehr wichtig ist. Ja, der Dirk hatte es schon aufgezeigt gehabt. Wir wollen uns bei den Auswirkungen auf die Umwelt, auf den Klimawandel konzentrieren. Sie sehen hier auch nochmal in der linken Grafik den sehr, sehr starken Anstieg auf über 410 ppm in der Atmosphäre, der als Effekt dazu führt, dass es zu der Temperaturerhöhung kommt und sicherlich mit einer der größten Risiken bedeutet, die die Menschheit in Zukunft zu befürchten hat, sowohl was die Gletscherschmelze angeht oder aber Brände, wie wir sie jetzt im Westen von Kalifornien erleben oder halt aber auch Überschwemmungen, die wir selbst in Deutschland in den letzten 14 Tagen in nie ausgekannten Maße feststellen mussten. Bei dem Klimawandel wird über die Treibhausgase die Verstärkung der infraroten Strahlung gemessen und diese wird eben charakterisiert in CO2-Äquivalente für jedes Treibhausgas. Die relevanten Treibhausgase sind eben Kohlendioxid, was auch Referenzgas zur Bewertung ist, das Methan, was eben insbesondere von Kühen ausgestoßen wird und Lachgas, was insbesondere in der Landwirtschaft erzeugt wird. Bei dem Effekt von 1 Kilogramm emittierten Methan, fossilen Methan, haben wir einen Wirkungseffekt von 36,75 Kilogramm CO2-Äquivalente. Bei 1 Kilogramm Lachgas ist der Effekt noch höher, nämlich 298 Kilogramm CO2-Äquivalente. Damit Sie an der Stelle mal einen Eindruck davon erhalten.
Der andere Punkt oder mein nächster Punkt geht nochmal um die Energieträgeranteile an der Bruttostromerzeugung in Deutschland. Dirk hatte schon gesagt, dass wir eine Energiewende in allen Sektoren benötigen und insbesondere halt für den ökobilanziellen Vergleich von Pkw mit verschiedenen Antrieben ist der Stromerzeugungsmix sehr, sehr entscheidend. Wie Sie hier sehen können, ist die Entwicklung der letzten 20 Jahre aufgezeichnet. In 2019 hatten wir einen Anteil an erneuerbaren Energien von 42%, der in 2020 während der Corona-Pandemie noch auf 45,4% angestiegen ist. Insbesondere die Anteile von Steinkohle und auch von Braunkohle sind in den letzten Jahren zurückgegangen, weil der Emissionshandel mittlerweile höhere Preise für den Ausstoß von CO2 verlangt. Ja, für den Vergleich habe ich zwei Szenarien gebildet. Einmal das batteriebetriebene Fahrzeug mit dem deutschen Stromnetz, ein Strommix von 2019 bis 2030. Für ein dieselbetriebenes Fahrzeug habe ich einen Dieselkraftstoff B7 hinterlegt. Der enthält 7% Biodiesel und 93% ist halt fossiler Diesel. In einem zweiten Szenario möchte ich nochmal dann darauf eingehen, verbesserte Möglichkeiten zu haben, dass die Elektrizität über eine PV-Anlage für das batteriebetriebene Elektromobil erzeugt wird. Und bei dem fossilen Kraftstoff wird eben über ein synthetischer Diesel für das verbrennungsangetriebene Fahrzeug verwendet. Ja, bei der Modellierung des Pkw bestehen natürlich größere Herausforderungen. Wie Sie an dem Bild von VW erkennen können, haben wir es mit einer Vielzahl an Bauteilen, die größer als 5000 sind und an vielen Stellen natürlich mit sehr verschiedenen Materialzusammensetzungen und leider eben nicht auf detaillierte Herstellerangaben zurückgreifen können, weshalb es an der Stelle zu Ungenauigkeiten kommt. Das Modell sieht so aus, dass das Fahrzeug in einen Teil des Antriebs unterteilt ist und in dem Rest von dem Fahrzeug. Die Antriebe sind sehr detailliert modelliert, aber dennoch bleibt natürlich eine gewisse Modellunsicherheit vorhanden, die man im Auge behalten muss. Bei den Annahmen des Vergleichs habe ich ein Fahrzeug der Kompaktklasse des VW Golf A8 mit einem SCR-Katalysator verwendet, der ein Leergewicht von 1465 Kilogramm hat. Und ein weiteres Fahrzeug von Volkswagen, den ID3, als batteriebetriebenes Elektromobil mit einer 45 Kilowattstunden Batteriekapazität, welches ein Leergewicht von 1720 Kilogramm hat. Die Gesamtfahrleistung der Fahrzeuge habe ich auf 150.000 Kilometer gesetzt, weil dies in etwa so dem der Durchschnittsfahrleistung über 12 Jahre von normalen Pkw-Betreibern beträgt. Die Verbrauchsermittlung habe ich nach den World Harmonized Light Duty Test Procedure vorgenommen, was für den VW Golf 4,8 Liter auf 100 Kilometer an Verbrauch hat und für den ID3 14,9 Kilowattstunden. Für den Dieselkraftstoff habe ich für die 7% Biodiesel angesetzt, weil dieser zu 80% in dem heutigen Dieselkraftstoff mit verarbeitet wird. Bei der Batterie
habe ich schon erzählt, Kapazität beträgt 45 Kilowattstunden. Die Zellchemie ist eine Nickel-Mangan-Kobalt-111-Batterie, wobei der energetische Herstellungsaufwand sich mittlerweile in der Großserienfertigung auf 65 Kilowattstunde pro Kilowattstunde Batteriekapazität reduziert hat. Wobei das noch nicht der minimale Wert ist, da finden sich halt auch in der Literatur 30 Kilowattstunden pro Kilowattstunden Batteriekapazität. Ich wollte aber in diesem Vergleich sehr konservative Werte ansetzen. Bei der Herstellung der Batterie bin ich davon ausgegangen, dass sie in Europa mit dem Stromerzeugungsmix von 2019 erstellt wird, und der Stromerzeugungsmix von 2019 bis 2030 habe ich der Studie der Argora Energiewende entnommen. Hier können Sie die Ergebnisse dieses Vergleichs sehen, wie es nicht verwundert, dadurch, dass das batterieelektrische Fahrzeug wesentlich schwerer ist, ist für die Herstellung der Aufwand wesentlich höher als bei dem konventionell verbrennungsmotorisch angetriebenen Pkw. Aber im Laufe der Lebensfahrleistung kommt es zu einem Schnittpunkt, und sodass über die gesamte Laufleistung insgesamt Treibhausgasemissionen reduziert werden. Was Sie auch sehen können, ist, dass der Entsorgungsteil des PKWs kaum relevant ist und nur wenig Beitrag zu den Treibhausgasemissionen beiträgt. Ich habe diesen Break-Even-Punkt extra sehr schwammig gehalten, weil davon abhängig ist, welche Annahmen ich für die Ökobilanz an dieser Stelle ansetze. Und je nachdem verschieben sich dann hier die Werte. Schauen wir uns den zweiten Vergleich an. Der batterieelektrisch betriebene Fahrzeug ist von der Herstellung, daran hat sich nichts geändert. Bei dem PV-Betrieb haben wir eine CO2-Treibhausgasemission von 99 Gramm an CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde elektrisch, und für den synthetischen Diesel, der über Direct Air Capture und Fischer-Tropsch Synthese erstellt werden soll, habe ich einen Strommix von 60 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde Elektrizität angesetzt. Und da zeigt sich an der Stelle ein ähnliches Bild. Ich habe hier nochmal ein bisschen den Maßstab verändert, sodass die Unterschiede nicht ganz so groß sind. Und es wird auf jeden Fall deutlich, je länger ich auch mit dem elektrisch betriebenen Batteriefahrzeug fahren kann, umso weiter geht die Schere an der Stelle auseinander. Und hier dieser Break-Even-Punkt wird stark von den Annahmen an dieser Stelle beeinflusst. Zu sagen ist sicherlich, solch ein Strommix, der nur 60 Gramm CO2-Äquivalente pro erzeugter Kilowattstunde hat, den werden wir sicherlich nicht vor 2035 oder 2040 erreichen. Ich komme zu meinen Schlussfolgerungen, möchte nochmal sehr darauf hinweisen, dass die getroffenen Annahmen bei dem Vergleich von Pkw mit verschiedenen Antrieben sehr davon abhängt, welche Fahrzeugklasse ich auswähle, die Fahrleistung, Endenergieverbrauch, die Strommixerzeugung und insbesondere auch, welche Energieaufwendungen für die Batterieherstellung verwendet werden. Je höher die Fahrleistung für ein E-Mobil ist, umso größer
ist der Vorteil gegenüber dem konventionellen Pkw. Es macht wenig Sinn, sich ein E-Mobil zu kaufen und damit dann wenig zu fahren. Die energetischen Ineffizienzen der Technologiepfade zur Herstellung von E-Fuels sind sehr hoch. Deswegen sind große Mengen an erneuerbaren Energien erforderlich. Im Vortrag zum Einsatz von E-Fuels im Flugzeug wird Jana später darauf noch dann auch genauer eingehen. Der Einsatz von Biomasse zur Herstellung von Kraftstoff verringert die Treibhausemissionen, aber die Nutzung von Biomasse-Reststoffen bringt eine weitere Reduktion, ist aber nicht ausreichend in Deutschland als auch global vorhanden. Es können nur ein sehr geringer Anteil für die Kraftstoffherstellung eingesetzt werden. Was sicherlich sehr erfreulich ist, dass die EE erneuerbare Energieanteile am Strommix in Deutschland und der Europa zukünftig auch weiter steigen, weil sich alle EU-Länder dem Ziel verschrieben haben, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55% zu reduzieren. Ein weiterer Punkt, der dann auch noch die Bilanz positiv beeinflussen wird: Die Herstellungskapazitäten für Batterien in Deutschland und EU steigen in großem Maße. Und welche Entwicklungen wir innerhalb der Batterieforschung sehen können, wird unsere werte Kollegin Merve Rakscha näher darlegen an der Stelle. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Jens, für den umfassenden Einblick und auch gerade nochmal, dass du aufgezeigt hast, von wie vielen Faktoren und Parametern dieser Vergleich tatsächlich abhängig ist. Wir haben jetzt auch direkt ein paar Fragen hier. Ich gehe die gerade mal die Reihe nach durch. Die erste Frage ist, batteriebetriebene Fahrzeuge werden künftig ziemlich sicher einen kleineren CO2-Rucksack im Vergleich zu Verbrennungsfahrzeugen haben. Wann in etwa ist es soweit? Das lässt sich sicherlich sehr, sehr schwer voraussagen, wann die, neueren Entwicklungen in die Großserienfertigung eingehen. Also was sicherlich eher zu merken sein wird, dass insbesondere die Automobilhersteller werden ihren Zulieferern vorschreiben, dass sie die Elektroden der Lithium-Ionen-Batterien oder überhaupt der Batterien mit möglichst wenig Treibhausgasemissionen erzeugen, also einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien bei der Herstellung der Batterie mit einsetzen. Also ich möchte mich da nicht auf irgendeinen Zeitpunkt festlegen, weil das eher, ein Blick in die Glaskugel ist. Zum einen, weil die Entwicklung ist so dynamisch und insbesondere auch in den letzten 2 Jahren ist da, so viel passiert, dass ich mich da, nicht in der Lage sehe, das vorwegzusehen, wie schnell das, möglich sein wird. Was ich sicherlich auch noch sagen kann, ist, bei dieser Bilanz, wo ich gesagt habe, sehr konservativ vorgegangen zu sein, ist, dass sicherlich noch nicht alle Vorteile des batterieelektrisch betriebenen PKWs in der Nutzungsphase zum Vorschein kommt, weil mit Sicherheit die Instandhaltung deutlich kleiner ausfallen wird, als das jetzt bei den verbrennungsmotorischen Fahrzeugen sein wird. Okay,
Vielen Dank. Dann gehen wir direkt über zur nächsten Frage. Das sind jetzt doch schon einige geworden. Da müssen wir schauen, wie da jetzt durchkommen. Wie setzt sich der Fahrleistungsvergleich Stadt, Landstraße, Autobahn zusammen? Der setzt sich, ich habe, warte mal, ich nehme noch mal, ich habe ein Bild von dem World Harmonized VLTP-Zyklus und dann kann ich das noch mal. Hier sehen Sie den Worldwide Harmonious Light Duty Vehicle Test Procedure. Insgesamt dauert der 30 Minuten und hat 23 Kilometer Fahrleistung in sich. Sie sehen, die maximale Geschwindigkeit ist ungefähr bei 130. Insgesamt ist das schon noch, ich sag mal quasi, sehr, sehr geringe Geschwindigkeiten. Ich habe mir eben noch mal den Spaß erlaubt, beim Spritmonitor nachzuschauen und habe dort feststellen können, dass 2 von 22 Personen in der Lage waren, den Verbrauch im WLTP-Zyklus zu unterbieten. Der Durchschnittsverbrauch mit dem Fahrzeug lag bei 5,8 Liter, also 1 Liter mehr. Okay. Gut, vielen Dank. Ich würde jetzt hier tatsächlich auch ein bisschen sortieren, dass wir ein paar der Fragen oder Aussagen eher noch ans Ende an die Diskussion stellen würden und dass wir jetzt rein nochmal auf die Verständnisfragen eingehen. Mit dem Begriff Fahrleistung ist aber sicher nicht die Power des Fahrzeugs, sondern die Nutzungsintensität gemeint. Ja, das ist natürlich richtig. Also wie viele Kilometer ich über den Lebensweg mit dem Fahrzeug fahre. Genau, und ich habe auch hier eher wieder konservativ mit eher weniger Kilometern gerechnet, weil ich weiß, dass je länger die Fahrleistung ist, umso besser schneidet das batteriebetriebene Fahrzeug ab. Okay. Das würde ich auch eher an die Diskussion stellen. Ich glaube, wir müssten von der Zeit her auch weitermachen. Ja, können wir das in der Diskussion nochmal vielleicht das eine oder andere aufnehmen? Genau, auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, wir müssen weitermachen. Ja, dann würden wir zum nächsten Impulsvortrag kommen. Jetzt möchten wir noch ein bisschen näher in das Thema des elektrischen Antriebs und hierbei in die neuesten Batterietechnologien einsteigen. Und hierzu wird uns Merve Arakcha die aktuellen Erkenntnisse aus der Batterieforschung aufzeigen. Sie beschäftigt sich mit diesem Thema unter anderem als Doktorandin am ITAS und ihre Schwerpunktthemen sind die Systemanalyse und Ökobilanzierung von Metall- und flüssigkeitsfreien organischen Lithium-Ionen-Batterien. Sie hat auch ihre Abschlussarbeit zum Thema Energie- und Materialflussanalyse der Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen erstellt und sie studierte Wirtschaftsingenieurswesen mit dem Schwerpunkt Produktionstechnik und Management. Und dementsprechend freuen wir uns wieder, einen Einblick in die aktuelle Batterieforschung zu erhalten. Ich übergebe das Wort an Merve. Vielen Dank für die Einführung, Lukas. Ich hoffe, man hört mich. Ja, man hört dich sehr gut. Sehr gut, vielen Dank. Genau, und auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Und ich freue mich auch über dieses zahlreiche Erscheinen. Wie Lukas schon angekündigt hat, ich werde etwas über die Batterien von morgen, erzählen. Ich werde dabei einen ganz kleinen Überblick über die heutigen Batteriekonzepte und die damit einhergehenden Herausforderungen zeigen und werde dann 3 Batteriekonzepte vorstellen. Ich fange direkt mal mit diesem Überblick an. Das sind hier sekundäre Batteriesysteme abgebildet, also wiederaufladbare Batteriesysteme in einem Diagramm. Ich schaue gerade hier.
Wir sehen hier auf der Achse die Leistungsdichte, also die Leistung pro Masse. Diese gibt an, wie stark ich mein Auto zum Beispiel beschleunigen kann. Die Energiedichte, die hier unten abgebildet ist, ist die Energie pro Masse. Also sie gibt die Reichweite an, wie lange ich mein Auto beschleunigen kann. Und wir sehen zum Beispiel hier in diesem Bereich die Kondensatoren mit einer sehr hohen Leistungsdichte, aber eben einer sehr geringen Energiedichte. Die werden zum Beispiel eingesetzt bei Bussen, beim Bremsen für die Energierückgewinnung. Wir haben hier zum Beispiel die Bleiakkumulatoren, die werden zum Beispiel als Starterbatterien bei Autos eingesetzt. Oder wir haben hier die Nickel-Metall-Hydrid-Akkumulatoren, die werden zum Beispiel in elektronischen Werkzeugen, Fotoapparaten, Fernbedienungen und so weiter eingesetzt. Und wir sehen ganz rechts hier die Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Das heißt, die Lithium-Ionen-Akkumulatoren, die ja eben häufig auch in Autos verwendet werden für den Antrieb, die befinden sich sehr weit außen, haben eine sehr hohe Energiedichte vergleichsweise und eine relativ hohe Leistungsdichte. Das heißt, optimal wären eben Batterien, die in diesem rechten oberen Spektrum wären. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, wie funktioniert denn überhaupt so eine Lithium-Ionen-Batterie? Deswegen habe ich hier einen ganz kleinen Einblick darüber und auch mit den groben Bestandteilen, die eine Lithium-Ionen-Batterie ausmacht, im kleinsten Maßstab. Und zwar besteht diese aus zwei Elektroden, einmal der Anode und der Kathode. Die Anode hat einen Kupferableiter und eine Graphitbeschichtung und die Kathode hat einen Aluminiumableiter und eine Beschichtung aus verschiedenen Metallen, unter anderem zum Beispiel auch Kobalt. Diese zwei Elektroden werden vom Separator getrennt, damit eben kein Kurzschluss entsteht und sind in einem Elektrolyten. Wenn es jetzt so ist, dass ich zum Beispiel eine Glühbirne habe und Strom möchte, dann fließt über den äußeren geschlossenen Stromkreis fließen Elektronen von der Anode zur Kathode und es fließt dadurch Strom. Und gleichzeitig ist es so, dass die positiv geladenen Lithium-Ionen von der Anode durch den Separator hindurch, der porös ist, und durch dieses Elektrolyt zur Kathode wandern und dort eingelagert werden, damit eben dieser Ausgleich entsteht. Ist es jetzt so, dass ich die Batterie lade, dann entsteht eigentlich genau das Gleiche, nur in die andere Richtung. Erneut fließen die Elektronen über diesen Stromkreis zur Anode und zum Ausgleich werden dann wieder diese Lithium-Ionen auch zurück zur Anode befördert quasi, oder sie fließen in diese Richtung und werden dort dann wieder eingelagert. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn überhaupt die Herausforderungen? Also welche Probleme gibt es denn mit den Lithium-Ionen-Batterien? Weil sonst gäbe es ja nicht diesen hohen Bedarf an Innovation. Also was ist denn der Grund dafür? Und wir haben zum einen die Produktion. Die ist nämlich sehr energieintensiv und komplex. Das wurde eigentlich auch in diesen Vergleichen von Jens sehr deutlich, weil sie auch meist eine sehr höhere CO2-Bilanz aufgewiesen haben, diese elektrisch betriebenen Fahrzeuge. Und wir haben das Problem der Sicherheit. Das ist auch in Nachrichten immer mal wieder ein Thema. Das Elektrolyt ist entflammbar, es kann zu Kurzschlüssen kommen. Lithium-Ionen-Batterien stellen auch ein Gefahrgut dar und müssen auch dementsprechend transportiert werden. Die Leistung bei Lithium-Ionen-Batterien wird auch immer wieder diskutiert, denn diese ist temperaturabhängig, sie haben eine begrenzte Lebensdauer und die Energiedichte wird zumindest auch immer mal wieder thematisiert, hat eigentlich so die maximal erreichbare theoretische Energiedichte ist jetzt eigentlich fast erreicht, also es werden leistungsstärkere Antriebsbatterien benötigt. Die Rohstoffe, also zum einen die Verfügbarkeit und die toxikologische Bedenklichkeit, zu nennen wäre hier zum Beispiel auch Kobalt, was ja auch immer wieder thematisiert wird, aber eben auch das Elektrolyt oder Bindemittel, die eben toxisch sind, stellen ein Problem oder eine Herausforderung dar, und das Recycling der Batterien, denn die Technik ist noch nicht wirklich ausgereift, es ist noch unrentabel, nicht wirklich automatisiert und stellt eben auch noch eine sehr große Herausforderung dar. Die Batteriekonzepte, die drei, die ich jetzt vorstellen werde, gehen immer auf drei dieser Herausforderungen ein. Also zum Beispiel das erste Konzept, die Feststoffbatterie, deckt insbesondere den Sicherheitsaspekt oder adressiert insbesondere den Sicherheitsaspekt, die Leistung und das Recycling, also diese Herausforderung. Hier eine Schlagzeile, die ist jetzt von April, also von einigen Monaten her, vom Handelsblatt. Und zwar heißt es hier, BMW setzt auf Feststoffbatterien und will so Tesla einholen. Das sind Schlagzeilen, die immer mal wieder, zumindest in meinem Newsfeed, auftauchen und die ich dann eben sehe und Sie wahrscheinlich auch. Und deswegen stelle ich das jetzt mal ganz kurz vor, was diese Batterien überhaupt sind.
Bei den Feststoffbatterien ist es so, dass dieses flüssige Elektrolyt meist aus einem Glaskeramik ersetzt wird, das flüssige Elektrolyt wird ersetzt, genau, und durch ein festes Elektrolyt. Deswegen ist es eine Feststoffbatterie. Und dadurch ist diese Batterie sicherer. Und der große Vorteil hier ist eben auch, dass diese Batterien eine höhere Energiedichte aufweisen. Zudem können sie leicht verkleinert werden, also sie können auch als Dünnschichtbatterie hergestellt werden und sie weisen eine lange Lebensdauer auf. Die Herausforderung hier ist aber noch, dass die Übertragung von dieser Festkörper-Festkörper-Grenze schwierig ist, weil die Ionenleitfähigkeit schwieriger ist eben bei dieser Festkörper-Festkörper-Grenze. Wir haben hier bei uns am ITAS auch ein Projekt, in dem wir involviert sind. Da mache ich zum Beispiel auch die Ökobilanzierung. Das wäre zum Beispiel die metall- und flüssigkeitsfreie organische Lithium-Ionen-Batterie, die nochmal eine Besonderheit durch diesen organischen Aspekt darstellt. Da können Sie sich zum Beispiel auch auf der ITAS-Website noch einlesen über diese Projekte. Das nächste Batteriekonzept ist die Post-Lithium-Batterie. Auch hier eine Schlagzeile dazu. Häufiges Element könnte Knappheit in der Batterieproduktion abhelfen. Das ist vom Tagesspiegel. Die Rede ist hier von Natrium als das neue Lithium, wie es hier oben auch zu sehen ist. Was sind Post-Lithium-Batterien? Post-Lithium-Batterien sind, wie der Name sagt, das sind Batterien, die aus Elementen bestehen, die nach dem Lithium kommen sollen. Also die Rede ist hier von Natrium, Magnesium und Aluminium, Chlor und Calcium. Und bei diesen Batterien ist es so, dass wir bei diesen Elementen eben eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit haben und dadurch sind sie auch sehr kostengünstig. Die Funktionsweise ist ähnlich zum Lithium und zum Beispiel gerade beim Natrium ist es so, dass die Herstellung fast identisch ist mit Lithium-Ionen-Batterien und die bestehenden Produktionswege quasi dann auch dafür genutzt werden können. Die Herausforderung hier ist, dass sie eine geringere Energiedichte aufweisen und auch schwerer sind als Lithium-Ionen-Batterien. Und da eben die Diskussion ansteht, ob der Einsatz im Mobilitätssektor deswegen wahrscheinlich ist. Auch hier gibt es ein sehr, sehr großes Projekt, und zwar das Exzellenzcluster Polis. Da ist das ITAS eben auch involviert. Da machen wir auch Ökobilanzierung. Da können Sie sich dann auch gerne nochmal einlesen über dieses Thema und die Projekte, die wir da haben. Das letzte Batteriekonzept ist die Metall-Luft-Batterie. Da ist insbesondere die Leistung im Fokus, wie auch hier in dieser Schlagzeile zu lesen ist von Computerbild. Alu-Luft-Batterie schaffen E-Autos bei 2400 Kilometer Strecke am Stück. Bei den Metall-Luft-Batterien ist es so, dass die Energie durch chemische Reaktion mit Sauerstoff erzeugt wird. Also der zweite Reaktant ist die Umgebungsluft. Und dadurch können theoretische Energiedichten, die bis zu 10-mal höher sind, erreicht werden. Ich habe ja auch ein geringeres Gewicht in diesem Fall. Und da gibt es auch verschiedene Konzepte, zum Beispiel die Zink-Luft-Batterie. Die gibt es als Primärzelle, also als nicht wiederaufladbare Zelle. Lithium-Luft-Batterien und Aluminium-Luft-Batterien. Bei diesem Batteriekonzept oder den Konzepten ist es so, dass sie noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Also die wirklich frühest prognostizierte Marktreife ist 2030, wenn nicht 2040 oder 2050. Das heißt, da müssen wir noch warten, bis diese Batterieform in Serienfertigung übergehen kann. Das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und ich sehe schon, es gibt, glaube ich, Fragen im Chat. Das heißt, die beantworte ich gerne. Ja, vielen Dank, Merve, für die aktuellen Einblicke über die Batterie von morgen. Ich sehe hier noch keine Frage direkt zu deinem Vortrag. Da waren teilweise noch Fragen, die Jens Vortrag betreffen. Die würde ich dann auch gerne in die Diskussion schieben. Ah ja, hier ist was aufgetaucht. Okay. Wann werden wir kein Lithium mehr benötigen? Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ich kann leider auch nicht in die Glaskugel schauen und das prognostizieren. Also ich kann nicht genau sagen, wann das der Fall sein wird, in wie vielen Monaten, Jahren, Wochen. Da habe ich leider nicht das Wissen dazu. Okay, dann eine weitere Frage. Wie sieht es mit anderen Speichermöglichkeiten wie Legierungsbildung oder Konversionselektroden aus wahrscheinlich, ja. Da weiß ich leider nicht wirklich. Ich weiß, da habe ich drüber nichts gelesen. Kann ich leider auch keine Auskunft dazu geben, tut mir leid. Kein Problem. Wir gehen weiter. Wird es bald Angaben zur realen Ladezeit geben, analog zum WLTP? Ja, also es gibt
ja nicht, also zum Beispiel wurde von Tesla Batteriehersteller, von einem Tesla Batteriehersteller eine Natrium-Ionen-Batterie angekündigt, aber es sind alles eben noch nicht Konzepte, die in Massenfertigung hergestellt werden. Es sind meistens immer Prototypen, deswegen ist es da schwierig, konkrete Zeiten vorherzusagen. Es kommt auch immer auf die Zellchemie an, auf die Zusammensetzung der Batterie, wie viele Zellen vorhanden sind. Also da gibt es nicht so wirklich pauschale Werte, weil das eben von sehr vielen Faktoren abhängt. Okay, dann die nächste Frage. Haben rein organische Batterien eine Zukunft? Das ist die Frage. Also die Batterie, an der wir jetzt gerade forschen, die steckt wirklich noch sehr in den Kinderschuhen. Muss man ausprobieren. Also es wäre natürlich sehr schön, wenn das funktioniert, aber die Gefahr ist eben, dass da die Energiedichte oder die Leistungsdichte nicht entsprechend ausfallen könnte. Mhm, vielen Dank. Gibt es schon Feststoffbatterien, beziehungsweise sind sie zu teuer oder nicht stabil genug? Es gibt Feststoffbatterien, aber da ist eben, wie gesagt, das Problem, also die gibt es immer im Prototypen, es wird dran geforscht, auch Audi meines Wissens nach forscht eben an diesem Batterietyp, aber da stellt diese Elektrode, diese Feststoffelektrode immer noch ein Problem dar, wodurch diese Ionen eben nicht so schnell transportiert werden können wie bei Lithium-Ionen-Batterien, deswegen sind sie noch nicht in Serienproduktion eingesetzt, aber man rechnet, dass eben 2024 sowas möglich sein wird. Mhm. Ja, es gibt noch einige Fragen. Eine würde ich hier noch herauspicken, und zwar, warum ist die Herstellung einer Lithium-Ionen-Batterie so energieintensiv und kann die Energie leicht durch Grünstrom ersetzt werden? Das Problem ist bei Lithium-Ionen-Batterien, es ist ein sehr komplexes Verfahren, sehr langwieriges Verfahren. Ich habe zum einen sehr viel thermische, also Hitze. Ich benötige sehr viel Wärme, weil ich zum Beispiel diese Elektronen beschichten und trocknen muss. Und was ein sehr großer Punkt ist, ist der Trockenraum. Ich habe einen Raum, der eine extrem reine und trockene Luft herstellt quasi, also diese Bedingungen schafft, weil dieses Elektrolyt sehr reaktiv ist, mit der Umgebungsluft reagieren kann und mit Feuchtigkeit. Und das verbraucht sehr viel Energie, aber eben auch diese Trocknungsschritte. Das heißt, wenn ich einen Strommix habe, der aus erneuerbaren Energien basiert, ist das natürlich gut. Ich verbrauche aber trotzdem sehr viel Energie. Also das kann man auch in ganz vielen Studien sehen. Es ist sehr intensiv und selbst mit erneuerbaren Energien wäre es empfehlenswert, für eine effizientere und nachhaltigere Batterie das zu reduzieren. Und die neuen Batteriekonzepte brauchen teilweise keinen Trockenraum. Also da wäre es schon gegeben, dass wenn diese Produktionsweise geändert wird, dass dann auch die Batterie nicht mehr ganz so energieintensiv ist. Mhm, vielen Dank. Hier kommen noch ganz dringende Anfragen. Vielleicht können wir das ganz kurz noch beantworten, bevor wir dann weitermachen. Zum einen wird hier gefragt, die Einschätzung zu den neuen angekündigten Tabless 4680-Zellen von Tesla. Ob du dazu eine Einschätzung treffen kannst. Welche Zellen nochmal? 4680, anscheinend die neuen Zellen, die von Tesla angekündigt worden sind. Aber wenn... Ich weiß auch, also was soll ich da einschätzen? Das weiß ich leider nicht, wahrscheinlich die Umweltleistung, aber das ist wahrscheinlich nicht beantwortbar. Leider nicht. Würde ich den Sebastian bitten, das dann nochmal vielleicht in der Diskussion aufzugreifen. Und noch eine kurze Frage hier, das kann man schnell beantworten. Bitte eine kurze Einschätzung zur Batterielebensdauer. Und das war bezogen auf die Lithium-Ionen-Akkus, genau, ob die überhaupt diese 150.000 halten. Ich weiß jetzt nicht, das ist auch an Jens gerichtet, ob du das beantworten kannst oder ob wir das später dann nochmal aufgreifen. Also diese theoretischen Lebensdauern oder Ladezyklen, die angegeben werden, das hängt sehr stark auch es ist von Temperaturen abhängig und auch, wie man die Batterien lädt und entlädt. Also da spielt auch das Nutzverhalten eine große Rolle, damit man eben diese Ladezyklen einhalten kann. Aber da kann eben auch Jens vielleicht später nochmal etwas dazu sagen, wenn die Frage an ihn gerichtet war. Okay, dann vielen, vielen Dank. Und ich würde dann sagen, wir fahren mit dem nächsten Vortrag fort und ich übergebe das Wort wieder an Manuel. Genau, vielen Dank.
Damit kommen wir auch schon zum letzten Impulsvortrag für heute. Wir sehen jetzt eine Präsentation von Jana Späte zum Einsatz der E-Fuels in der Luftfahrt. Zu diesem Vortrag habe ich auch einen Teil beigetragen, möchte ich noch direkt dazu sagen. Jetzt warten wir noch kurz, bis die Folie da ist. Jetzt? Genau, ja, jetzt sehen wir die Folie. Vielen Dank. So, Jana Späte ist seit 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am ITAS, auch in der Forschungsgruppe RESET, Forschung für nachhaltige Energietechnologien. Sie hat zuvor angewandte Geowissenschaften und Umweltwissenschaften studiert, ist nun im Rahmen des Copernicus Power-to-X-Projekts am ITAS beschäftigt und hat ihren Schwerpunkt in der Ökobilanz und der technoökonomischen Analyse von Power-to-X-Technologien. Und sie hat zuvor schon ihre Masterabschlussarbeit zu stationären Speichern am ITAS geschrieben. Nun freuen wir uns darauf, die Chancen und auch kritischen Aspekte von E-Fuels im Bereich der Luftfahrt zu sehen und hören gespannt dem letzten Vortrag für heute zu. Stage is yours. Ja, vielen Dank, Manuel. Herzlich willkommen, so spät jetzt auch nochmal von meiner Seite. Genau, jetzt im letzten Vortrag soll es eben um die Frage gehen, ob synthetische Kraftstoffe ein Heilsbringer für den Flugverkehr sein könnten. Wir haben ja bereits gesehen, dass es im Automobilsektor mit den Batterien eben eine gute Alternative gibt. Und jetzt wollen wir uns eben nochmal mit dem Thema Flugverkehr spezifisch auseinandersetzen. Wo wir gerade bei Alternativen sind. Im Zugbereich und auch für einen LKW wird das diskutiert, könnten wir doch die Flugzeuge auch einfach mit Oberleitungen betreiben. Also ganz ernst gemeint war das natürlich nicht. Das ist ein Artikel von Postillon und so einfach wird das auch leider nicht funktionieren. Aber trotzdem sollten wir uns die Frage stellen, sind synthetische Kraftstoffe für einen nachhaltigen Flugverkehr denn alternativlos oder können wir das auch irgendwie anders schaffen? Batterien haben im Flugzeug den Nachteil, dass die Energiedichte, also die Energie, die gespeichert ist pro Kilogramm, gering ist. Und damit sind Batterien zumindest für den Mittel- und Langstreckenflugverkehr zu schwer. Wasserstoff ist da schon ein deutlich größeres Thema in der Diskussion. So will ja auch Airbus Wasserstoffflugzeuge entwickeln. Das Problem beim Wasserstoff ist, dass es auf der einen Seite ein großes Volumen hat für die gleiche Energiemenge quasi wie beim Kerosin und damit einen hohen Platzbedarf hat und somit auch hohe Ansprüche an den Tank stellt. Zudem müssten die Flugzeuge und auch die Infrastruktur an den Flughäfen ausgetauscht werden. Also hier sehen wir auf jeden Fall Vorteile beim synthetischen Kraftstoff. Aber damit das den Flugverkehr nachhaltiger machen können, müssen wir natürlich erstmal darüber reden, ob E-Fuels überhaupt ökologischer sind als fossile Kraftstoffe. Hier haben wir bereits im vorherigen Vortrag gehört, dass sie das eben nur sein können, wenn erneuerbare Energien genutzt werden. Dabei gibt es einen Break-Even-Point bei ca. 130 bis 140 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Das heißt, wir brauchen einen Strominput, der einen geringeren CO2-Fußabdruck hat als eben dieser Wert. Zum Vergleich, Windkraft hat ca. 15 bis 20 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde. Photovoltaik liegt so bei 50, 60 und Braunkohle bei 1300 Gramm pro CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erneuerbare Energien. Ja, das ist das, was man normalerweise in den Zeitungen liest, dass die ganzen Kraftstoffe und auch die Herstellung der synthetischen Kraftstoffe klimaneutral seien. Das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Also ist Fliegen mit E-Fuels automatisch klimaneutral? Nein, automatisch definitiv nicht. Denn auf der einen Seite haben wir den Bau der Produktionsanlage, der ins Gewicht fällt, aber eher gering. Etwas größer ist da der Einfluss des erneuerbaren Stroms. Wie wir gerade gesehen haben, kommt auch erneuerbarer Strom, nicht komplett ohne Umweltwirkung. Der größte Effekt ist aber der Höheneffekt, den Fliegen allgemein mit sich bringt. Höheneffekt bezieht sich auf die anderen Ausstöße der Flugzeuge wie Stickoxide, Ruß oder Wasserdampf.
was eben zu einem erhöhten Treibhauseffekt führt, sodass der effektive Effekt des Fliegens 2 bis 3 Mal höher sind als die CO2, als der CO2-Ausstoß alleine. Und dieser würde auch, wenn auch möglicherweise geringer werden durch synthetische Kraftstoffe, aber nicht verschwinden. Klimaneutralität wird aber oft so definiert, dass es eben durch Kompensation möglich ist. Und das funktioniert natürlich auch bei den synthetischen Kraftstoffen. Aber das geht theoretisch natürlich auch mit fossilem Kerosin. Wäre dann nur eben ein höherer Betrag. Nichtsdestotrotz haben wir gesehen, dass synthetische Kraftstoffe durchaus klimafreundlicher sein können als das fossile Äquivalent. Soweit also so gut. Jetzt ist die Frage, sind E-Fuels denn bezahlbar und können wir uns denn dann überhaupt das Fliegen noch leisten? Hier muss man wissen, dass der Strompreis der wichtigste Einflussparameter ist, um die Kosten für eine Herstellung von synthetischem Kerosin zu ermitteln. Je nach Literatur werden so 2 bis 5 Mal teurer in Zukunft die synthetischen Kraftstoffe angegeben. Der Anteil des Kerosinpreises am Tickerspreis sind ca. 20 bis 30%. Das heißt, es würde nicht automatisch exorbitant teurer werden. Zudem wird die Wirtschaftlichkeit natürlich auch durch den politischen Willen wie CO2-Preise und Steuern beeinflusst. Zwischenfazit haben wir also, synthetische Kraftstoffe brauchen in jedem Fall günstigen erneuerbaren Strom, um ökologisch und ökonomisch sinnvoll eingesetzt werden zu können. Jetzt ist die Frage, wo bekommen wir diesen erneuerbaren Strom denn her? Oft wird da Überschussstrom als erstes genannt für die Produktion synthetischer Kraftstoffe. Überschussstrom bedeutet, dass dadurch, dass erneuerbare Energien wie Wind oder Solar im Netz sind, können zum Beispiel, wenn viel Sonne scheint, kann es zu Stromerzeugungsspitzen kommen, die erstmal nicht gebraucht werden. Das heißt, wir brauchen Speichermöglichkeiten, um das zu nutzen. Das Problem bei einem Überschussstrom ist, dass es nur lokal und wenige Stunden verfügbar ist und auch von der Menge her nicht ausreichen würde, um den kompletten Flugverkehr zum Beispiel für Deutschland komplett auf synthetische Kraftstoffe umstellen zu können. Zudem sind diese wenigen Betriebsstunden würden zu einer zu geringen Auslastung führen für einen wirtschaftlichen Betrieb von Power-to-X-Anlagen. Also brauchen wir zusätzliche Kapazitäten. Bei zusätzlichen Kapazitäten ist dann natürlich die Frage, bauen wir in Deutschland die zusätzlichen Kapazitäten oder nutzen wir eher den Import und nutzen die Möglichkeiten in anderen Ländern, die bessere Bedingungen haben für Wind- und PV-Stromerzeugung. Aber auch hier kommt es natürlich zu Nutzungskonkurrenzen, denn wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir erneuerbaren Strom in Zukunft nicht haben werden wie Sand am Meer. Deswegen ist für die Diskussion über synthetische Kraftstoffe immer auch der Wirkungsgrad entscheidend. Wie viel bleibt vom eingesetzten Strom übrig? Bei den E-Fuels wird von einem Wirkungsgrad von 45 bis knapp über 50% ausgegangen. Bei Wasserstoff sieht das schon etwas besser aus. Es gibt allerdings auch Bemühungen, die Effizienz noch etwas zu erhöhen, durch zum Beispiel integrierte Anlagen, wo die verschiedenen Prozessschritte miteinander gekoppelt werden, sodass die Wärme, die bei dem einen Prozessschritt anfällt, sowieso anfällt, in den anderen Prozessschritten, wo die Wärme benötigt wird, genutzt werden kann. Genau, schlussendlich oder nicht zuletzt haben wir aber eben auch noch soziale Faktoren. Hier, gerade wenn wir davon ausgehen, dass wir gerne den Strom aus anderen Ländern, zum Beispiel Wüstenstrom, nutzen möchten, darf das natürlich nicht zulasten der lokalen Bevölkerung passieren. Genauso werden für die Synthese von synthetischen Kraftstoffen Wasser benötigt. Und wenn wir dann in einem Land produzieren, wo sowieso schon Wasserknappheit herrscht, könnte die dadurch natürlich noch verschärft werden. Landnutzung ist eben auch ein wichtiger Punkt, gerade eben in Naturschutzgebieten oder Gebieten mit hoher Diversität. Zusätzlich brauchen die Anlagen natürlich auch einen gewissen Materialverbrauch und auch das zusätzliche Errichten der erneuerbaren Energien hat einen hohen Materialverbrauch. Genau, nicht zuletzt ist natürlich auch die Frage, sollen die Arbeitsplätze in Deutschland entstehen oder in anderen Ländern?
Genau, und somit komme ich auch schon zum Fazit des kleinen Vortrags. Synthetisches Kerosin braucht vor allen Dingen günstigen und erneuerbaren Strom und ist damit stark abhängig vom Ausbau erneuerbarer Energien. Synthetisches Kerosin ist auch nicht frei von Umwelt- und Klimawirkungen, aber hat eine bessere Bilanz als das fossile Äquivalent, also fossiles Kerosin, aber eben nur bei Einsatz von erneuerbarem Strom. Jedoch werden wir den steigenden Bedarf an Kerosin in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht decken können. Und es muss auch beachtet werden, dass synthetische Kraftstoffe genauso wie Wasserstoffflugzeuge aktuell noch nicht marktreif sind und noch nicht flächendeckend eingesetzt werden können. Das heißt, für den Moment ist eine Reduzierung der Flugreisen in jedem Fall unverzichtbar. Also als Fazit, synthetisches Kerosin hat das Potenzial, einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele zu leisten, sind aber zusätzliche Maßnahmen notwendig. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an die Moderation. Vielen Dank, Jana. Vielen Dank für den Überblick und für die Chancen und auch Probleme, die sich damit eben sich aufzeigen. Bisher haben wir noch keine Verständnisfragen im Chat. Hier geht es jetzt vor allem um batteriebetriebenes Fliegen, was nicht direkt mit dem Vortrag zu tun hat. Hier kommt jetzt eine Frage. Können Elektrolyseanlagen mit Meerwasser betrieben werden? Also für die Elektrolyseanlagen benötigt es aufbereitetes Wasser. Also können nicht direkt mit Meerwasser betrieben werden. Das müsste dann erst entsalzt und deutlich aufbereitet werden. Also die können, soweit ich weiß, auch nicht direkt mit dem Wasser, was jetzt bei uns aus der Leitung kommt, betrieben werden. Ja. Okay, danke schön. Also, wenn ich da nochmal zwischenhaken, da gibt es, glaube ich, jetzt so ein paar neuere Untersuchungen, wo das kombiniert wird mit Meerwasserentsalzung und Elektrolyse zusammen. Das sind aber noch, ich sag mal so, erste kleinere Versuchsanlagen, die da gebaut worden sind und wo es auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr Zeit benötigt, um das in einen größeren Maßstab zu überführen. Müsste dann ja auch erstmal in der Ökobilanz wieder neu berücksichtigt werden. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Könnte E-Fuel auf dem offenen Meer gewonnen werden? Theoretisch. Also denke ich schon. Ich bin jetzt keine Technikerin. Aber es ist ja so, dass am Campus Nord auch kleinere Anlagen entwickelt werden und möglicherweise können die auch auf einem Schiff betrieben werden. Okay, danke schön. Dann kommt direkt die nächsten Fragen schon. Wie soll der Wasserstoff transportiert werden? Flüssig, unter Druck, in Gasleitung durch Anreicherung von Erdgas mit Wasserstoff? Okay, also zum Wasserstoff jetzt direkt weiß ich jetzt nicht so viel, weil ich einfach auch zu synthetischen Kraftstoffen forsche. Synthetischen Kraftstoffen könnte man natürlich direkt genauso wie aktuell fossilen Kraftstoff auch transportieren. Genau, das würde man ja wahrscheinlich auch alles vor Ort dann fertig produzieren, genau. Da man ja auch die Wärmeintegration der ganzen Anlage nutzen möchte. Und da ist es natürlich gut, wenn das alles an einem Ort ist. Und dann kann man den Kraftstoff einfach so wie fossilen Kraftstoff transportieren im Endeffekt. Ja. Genau. Okay, ist es nicht effizienter, alleine nur den sehr günstigen erneuerbaren Energienstrom nach Europa zu transportieren und die E-Fuels in Deutschland zu produzieren? Das ist über mein Kompetenzgebiet, aber ich denke, also jetzt gerade, wenn wir da über eine Produktion jetzt wirklich in Nordafrika zum Beispiel drüber nachdenken, ist ja der Transport von reinem Strom jetzt auch nicht so leicht nach Europa zu kommen. Und dann ist es natürlich deutlich leichter, einen flüssigen Kraftstoff zu transportieren. Also ich denke, es kommt dann auch stark darauf an, wie groß ist die Distanz, wenn wir über Ausland reden. Okay, danke. Dann nehmen wir noch die letzte Frage hier. Kraftstoff werden ja auch oft Additive zugesetzt. Ist das relevant für E-Fuel?
Also am Ende der Prozesskette steht eine Aufbereitung und genau die Aufbereitung und Auftrennung. Und hier werden die Kraftstoffe dann dementsprechend genau an die Normen des Kraftstoffes, des fossilen Kraftstoffes angepasst. Ja. Okay, und dann vielen Dank. Dann wären wir mit den Verständnisfragen soweit durch und können dann mit der Diskussion weitermachen.